Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Minecraft Mero. Und zwar ist das heute nur eine ganz kleine Folge, denn wir haben gestreamt, beziehungsweise ich habe mit dem Fleasy gestreamt, beziehungsweise er hat gestreamt und ich habe mitgeholfen sozusagen. Und da habe ich natürlich an mein Haus hier so ein bisschen weitergearbeitet, denn ist Fleasy ja König geworden, hat mir hier eine Kiste hingestellt, ich soll die Stadt verschönern. Da oben habe ich jetzt deswegen so ein Meteorschild. Ich kann euch den ja mal zeigen. Oh Gott. Da, das ist der Meteorschild. Der bezweckt, dass hier auf diesem Haus kein Meteor einschlägt. Schon mal ein nettes Geschenk. Also nochmal danke an dich, Fleasy. Dann habe ich hier, wie ihr seht, hier die ganzen Stone Rods. Habe ich hier alles geändert. Aber die Steine hier, diese werde ich von außen so lassen. Nur die habe ich jetzt hier geändert, weil Baum, damit es von hier besser aussieht. Aber so lasse ich die Steine jetzt drin, damit es von außen ein bisschen natürlicher wirkt. So, dann haben wir uns hier ein bisschen Rüstung, ne? Hier haben wir einen zweiten Herzkanister uns gemacht. Das Ganze ist, so, erstmal hier. Das Ganze ist sehr schön. Dann haben wir hier noch ein paar Cloud Boots. Wir haben unseren Hammer hier, das ist Thors Hammer jetzt. Der hat Auto Repair, den Redstone hat er Ruff und Diamanten hat darauf. An der Schmiede habe ich weiterhin nichts gemacht, habe das hier alles mal so ein bisschen verkleidert, habe mir ein paar Chisels gemacht, wie ihr hier schon seht, womit ich denn halt die Steine umformen konnte. Dann habe ich mir ein paar Nether Wither Skeletten geholt und Souls dann habe ich auch noch irgendwo. Und wenn ich das jetzt mache, dass ich Wither spawnen lasse und die mir Nether Stars droppen, dann kann ich damit einen weiteren Modifier auf meinen Sachen hier bauen, zum Beispiel auf die Axt oder auf Thors Hammer jetzt beispielsweise. Und dann haben wir da was Schönes. So, dann machen wir mal weiter. Das Ganze hier gefällt mir so schon recht ganz gut. Da habe ich ein paar Kisten. Da habe ich hier die ganzen Laternen. Ich habe hier mal die Fackeln ausgetauscht gegen Laternen. Noch nicht alles, weil die Laternen sind wirklich recht teuer. Da habe ich mir hier so ein Typesetting-Table, keine Ahnung, was der bringt. Habe ich einfach gemacht. Dann habe ich hier die Rüstung weggenommen. Dazu komme ich gleich nochmal. Hier habe ich dann so ein Bush-Desk hingemacht. Hier habe ich noch ein zweites Bett hingemacht. Dann habe ich hier die Lampe von draußen hingemacht. Draußen hängt jetzt auch eine ganz normale Laterne, die weiß ist. Ja. So. So. Und dann kommen wir wohl zu dem wichtigsten Teil, was ich in dieser Folge getan habe. Und zwar habe ich die Rüstungsständer. Ich habe schon mal angefangen, so leicht mit den Rüstungen, die schon mal so irgendwo hinzubauen. Alles so. Dafür habe ich diese Green Slime Blöcke hier genutzt, wie wir hier sie schon haben. Hab dann hier die ganzen Rüstungen drauf verpackt, erstmal so viele wie ich habe. Ich habe jetzt die Schokobo-Rüstung, die Kaktus-Rüstung hat mir Fleasy gesponsert. Dann habe ich hier meine Scale-Rüstung, die ich ja normalerweise dann auch anziehe. Ich habe mir jetzt erstmal nur hier Freezerite und Knecknorite und Dia-Sachen, falls die kaputt gehen. Also ich habe keinen Bock, dass die Scale-Rüstung, die will ich halt nur für Nether wahrscheinlich nehmen, weil wie ihr seht, sind die Sachen schon fast kaputt. Man kann die zwar reparieren, aber das kostet ein bisschen viel. So, dann habe ich hier die Knecknorite-Rüstung, habe ich hier hingestellt, alles schick. Hier ist die Freezerite-Rüstung, habe dann auch fast alles, mir fehlen nur noch die Schuhe. Hier die Meteor-Rüstung, die habe ich auch schon doppelt und dreifach sozusagen. Und hier, was ich richtig Hammer finde, die Rüstung, ich finde, die sieht richtig geil aus, die Tribal-Rüstung. Die ist mega. Ich finde die einfach, die sieht einfach Hammer aus. Also die hat was. Irgendwas hat die. So. Und ich weiß ja nicht, ob alle wissen, was der gute alte Thors Hammer machen kann. Deswegen möchte ich euch das jetzt nochmal zeigen. Und das ist eigentlich nur eine kleine kurze Folge, damit ihr seht, was wir alles hier so Schönes gemacht haben. So. Und zwar ist jetzt hier Ende in dem Fall, weil da halt nicht weitergeht. Dann machen wir hier, ziehen wir in so eine Wand rein, beziehungsweise hier. Und hier geht es dann weiter mit den Rüstungssachen. Und wie ihr seht, Thors Hammer boxt ja alles weg. Was denn hier? Okay, hier ist irgendeine Höhle. Okay, gut, lasse ich erstmal. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Das wird dann wieder verkleidet. So, jedenfalls wisst ihr jetzt, was Thors Hammer kann. Und den kann man dann halt hier jetzt noch schön so weiter, weiter, weiter. Theoretisch müssten wir aber noch weiter rüber. Und da kommen jetzt die Höhle natürlich sehr schlecht rein. Ja, so sollte das reichen. Dann müssen wir das hier trotzdem noch wegnehmen. Ditte da wegnehmen und ditte. Und ditte. Denn von dit hier müssen wir dann noch so. Und so. Jedenfalls wisst ihr jetzt, was er kann. Der repariert sich natürlich auch selber. Das ist alles schicki.
Die Rüstungen werde ich dann irgendwann weitermachen. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was wir so gerade so haben. Noch an Rüstungen. Die Schmiede muss ich auch noch irgendwie weiter ausbauen nachher. Also von den Gläsern hier. Ich brauche ja noch mehr Glas davon. Hier kann ich jetzt erstmal das alles wieder reinpacken. Ich habe dann den Crepestion, habe ich noch so einen komischen Oak Desk gegeben, habe ihn da meine Bücher reingepackt. Und übrigens, diese ganzen Schokopedias ist mir aufgefallen und auch diese Materials and You kann man da gar nicht reinpacken. Man braucht wirklich die ganz normalen Bücher. Das heißt, ich werde keine Schokopedias mehr mitnehmen. Was ja dann doch schon irgendwie ein bisschen schade ist. Weil ich dachte, man könnte die eventuell dafür benutzen. Hier haben wir noch ein Living Metal Ingot. Da haben wir auch schon ein bisschen Rüstung. Hier haben wir dann so den Rest gerade zur Zeit. Haben wir ein Knecknerite Sword, haben wir gedroppt bekommen. Ich zeige euch gleich mal wie, mit einem kleinen Trick, mehr oder weniger. Droppen da halt immer verschiedene Sachen. Das habe ich halt im Stream eine sehr lange Zeit sozusagen, habe ich das mal gemacht. Und da werdet ihr gleich sehen, wie das Ganze geht und was das Ganze bewirkt und naja, so den ganzen Rest. So, dann wollen wir mal. Und zwar seht ihr, ich habe hier übelst viele Magma Creams. Wofür man die braucht, weiß ich nicht. Wird man bestimmt irgendwo für brauchen. Na, wir können ja mal eingeben. Magma. Ah. Okay. Das liegt daran, weil ich noch Dings offen habe. Nur Bibliocraft. Ich musste nämlich wissen, wie man die Laternen baut. So, jetzt sind alle an, ne? Jetzt sind alle an. Okay, Magma. Doch so viel, gut. Vielleicht kann man damit irgendwas bauen später, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall seht ihr hier, wir haben übelst viele Magma-Spawn-Eier. Und ich zeige euch jetzt kurz mal, wie das geht. Dafür ziehe ich mir jetzt aber, glaube ich... Nö, komm, ich bleib so. So, und zwar haben wir hier auf dem Schwert ja, Afterlife war das, glaube ich. Ja, Afterlife. Und das bringt, das lässt mehr so eine Spawn. Also das lässt halt Spawn-Eier droppen. Und jedenfalls habe ich die dann hier immer so getötet. Und ab und zu kamen dann da mal halt ein paar ganz witzige Sachen raus. Und so habe ich halt auch meinen Herzcontainer, den zweiten sozusagen bekommen. Hallo? Ja, danke. Und ist halt nicht immer das, was Gutes rauskommt, aber so im Großen und Ganzen. Ab und zu spawnen ja hier auch mal Bosse und dann macht das Ganze dann doch schon ein bisschen mehr Spaß. Problem nur, wenn 30.000 auf einmal sind sozusagen und es dann anfängt zu laggen. Das ist nämlich ganz schön. So, da haben wir doch schon einen Boss gedroppt. Und da seht ihr, hier haben wir schon mal ein paar Sachen, ein paar schicke Sachen. Haben wir jetzt hier eine Diamant-Chestplate und ein schönes Schwert bekommen. Und das Ganze hat man dann halt so ein paar Mal gemacht. Ich will euch damit jetzt auch nicht langweilen, weil ich das für eine Folge eigentlich recht langweilig finde. Ich könnte jetzt mal... Ah, große Spawn. Danke. Jedenfalls ist ganz ergiebig der ganze, das Ganze hier. Aber naja, muss man jetzt nicht unbedingt so dauerhaft durchführen. Aber ich finde es eigentlich recht witzig, weil man bekommt ja theoretisch sozusagen erstens unendlich Eier. Man bekommt eventuell mal einen Herzkanister. Und man bekommt auch, ja, halt so andere Sachen. Und das ist eigentlich recht... Boah! Boss. Eigentlich recht geil. So, und theoretisch kann man hier auch unendlich Spinnweben mitfahren. Das ist ja dann klar. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Meteorite Leggings bekommen. So, ich auch... So bekommst du alles. Du bekommst halt alles. Problem nur bei der Sache, man verliert halt wirklich sehr schnell... Essenskeulen und ja, so viel haben wir jetzt auch nicht mehr, sagte er und die Kiste war voll. So, zwei große, das ist dann doch schon, ich will auch halt immer nicht zu viele spawnen, weil ich habe nicht wirklich so Lust drauf, wenn hier, sagen wir mal, zwei Bosse und dann die ganzen kleinen noch drauf sind und oh, das nervig. So, die besiegen wir mal jetzt schnell und dann zeige ich euch noch was schnell. Na, komm, vielleicht droppen die ja noch was Schickes. Na komm her. So, habt ihr noch was Schickes gedroppt? Nö. So, jedenfalls können wir hier mal rausfliegen. Ich habe mir noch ein paar Electric Stuffs gemacht, weil meine waren alle kaputt. So, und dann seht ihr hier schon ein Loch, was nicht von mir gemacht worden ist, sondern von Fleasy oder von wen auch immer. Der hat meine Bäume hier abgefällt, die guten Bäume. Ah, hier haben wir gerade wieder so einen schönen Setzling bekommen. Alter, ohne Witz, wer macht denn die Scheiße hier? Wer die Scheiße gemacht hat, der kann das auch gerne wieder reparieren. Das ist jetzt nicht mein Kampf.
So, jedenfalls haben wir hier so ein paar, eigentlich mehrere. Das waren ungefähr so 4, 5 Bäume hatten wir. Und damit, mit diesem Rohstoff hier von diesem Baum, mache ich mir halt gerade ja meine Rüstungen da fertig. Und ich finde das echt asozial, dass hier so ein fettes Loch ist. Das war auf jeden Fall im Stream noch nicht so. Ich weiß nur, dass ich einmal plötzlich offline gegangen bin, weil mein Mero hier, mein Hexet abgekackt ist. Huch. Und ja, seitdem war ich nicht mehr online. Das war gestern, also am 16. Also muss es ja gestern oder heute Morgen passiert sein. Wir haben es jetzt gerade 13 Uhr. Genau. So. Jedenfalls bin ich jetzt hier ein bisschen weitermachen. Ich will mir als nächstes hier, wir können ja mal kurz gucken, für, Mensch, mach das doch mal. Wir können mal eine Shovel für Tinkers Construction. Da haben wir doch auch so eine krassen Schaufeln. Das zeige ich mal her. Achso, und das habe ich mir hier gemacht, die Toolforge. Mit dem kann man auch ganz tolle Sachen machen. Hier, das brauchen wir. Das brauchen wir, den Exkavator. Dafür brauchen wir Ditte, das haben wir, das können wir uns machen. Und das ist, was ist das? Ich weiß es nicht. Das haben wir auch von Creepestion, das können wir uns ja easy machen. Das ist, glaube ich, sogar hier drin. Und ja, das ist vielleicht ein Schüssel, ich weiß es nicht. Das macht auch so ein 3x3 Feld. Und dann möchte ich mir eigentlich mal so eine Waffe machen. Hier haben wir zwar den Cleaver, den werde ich mir aber wahrscheinlich nicht machen. Na, Creepestion hat den ja schon. Ich finde den jetzt, ja, zwar so ganz gut, aber ich werde mir den hier machen. Den guten alten Rapier, weil einfach man damit, man greift zwar, also man hat, macht zwar weniger Schaden, aber man, im Endeffekt kommt er ja hier durch Rüstung durch und sowas halt alles. Und man hat einen schnellen Angriff und im Endeffekt macht man dann, denke ich, doch mehr Schaden als sonst. So, was ist das hier? Na, Hotdog, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sieht auf jeden Fall nett aus. Ja, eine Hatchet, eine Axt brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wir können uns ja so immer Äxte machen. Ansonsten haben wir jetzt hier so einen Hammer. Dann brauchen wir noch die Lumber-Axt. Die machen wir uns auch her mit den Dingern. Damit können wir halt auch so 3x3x3 Felder hier, obwohl es eigentlich ja unnötig ist, weil wir ja theoretisch Dinger hätten. Also, na, sag doch mal schnell. Na? Wer ist denn das? Manu! Ich komme nicht drauf. Achso, wir haben noch den Timber-Mod, der fällt da doch alle gleichzeitig ab. So. Ein Shortbow, keine Ahnung, ein paar Schissels habe ich mir hier halt gemacht, womit ich das Ganze hier dann halt so ein bisschen verändert habe. Und jetzt haben wir hier halt hier Slime. Mit dem mache ich so den Untergrund und den Oberteil da immer. Habe ich denn? Nein, habe ich natürlich nicht mit. Sonst hätte man hier das noch aushöhlen können. Aber das werde ich jetzt schon mal aushöhlen, aber verkleiden werde ich das nicht. Im Hintergrund halt immer so hier in diesen Abständen. So, jedenfalls, das war eigentlich schon wieder viel zu lange für diese Folge, weil ich habe eigentlich keine Zeit. Aber gut. Ja, dann war das so der kleine Stream, was wir hier so gemacht haben. Ein bisschen Scheiße haben wir wieder gebaut. Und ansonsten ein bisschen vorangekommen sind wir. Aber gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten richtigen Folge, die theoretisch ja dann übermorgen kommen sollte. Und ja, macht's gut, bis dann. Tschüss.